Zeigen wir den nächsten aus unseren Reihen, die liebe Heidrun Janke, die ihren Beitrag Heidi, natürlich, Entschuldigung, wie konnte ich es heißen, die liebe Heidi. Und da geht es im weitesten Sinne um Dezentralismus, konkrete Projekte etc. Also passt hervorragend in die Stimmung, die wir auch gerade noch spontan angesprochen hatten. Bitte Heidi, viel Spaß. Na klar, ich hänge drin. Ja, klatsch mal mehr, das wird jetzt richtig steil. Ja, ja. Also das ist genau das, was wir ja wollen, Schritt 2 und so. Ich glaube, Heidi hat Schritt 2 gut dabei. Okay, hört ihr mich? Ja. Also ich bin Heidi, ich bin Mutter von 3 Kindern und diese Kinder sind auch der Grund, warum ich jeden Montag hier zum Montagsmarkt mache. Also ich sehe das genauso, dass wir inzwischen vom immer nur informieren jetzt auch zum Agitieren oder zum Agieren übergehen müssen. Und dann saß ich zu Hause und habe immer gegrübelt. Ja, Moment. Dann saß ich zu Hause und habe immer gegrübelt, was kann ich denn machen? Soll ich Aktionen starten, Flyer verteilen, die Orga irgendwie unterstützen? Aber ich bin Erzieherin, ich habe Kinder, ich gebe Tanzkurse bei uns im Club. Ich bin auch ehrenamtlich tätig in dem Förderverein von diesem Club. Auch mein Tag hat nur 24 Stunden. Und dann habe ich zu Hause gesessen und gedacht, ja, aber das ist es doch schon. Das ist doch genau der Punkt. Ich muss euch mal ganz kurz diesen kleinen Club vorstellen, weil das ist eigentlich ein ganz tolles Projekt. Der ist eine Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche, für Senioren, für alle Menschen bei uns im Kiez. Und inzwischen auch, dass es gibt unheimlich viele Aktionen in dem Club. Es gibt Holzwerkstätten, Töpferwerkstätten, es gibt Tanz-, Bastel- und Musikkurse, Seniorenangebote, Clubfahrten, Feste. Und der Club hat echt nur 3 Festangestellte. Alle anderen sind Honorarkräfte oder Ehrenamtliche oder irgendwelche Bundesfreiwilligen, die sich dort engagieren. Und dieser Club hat echt 7 Tage die Woche auf. Es gibt jeden Tag ein warmes Mittagessen für Kinder, die aus schwierigen Verhältnissen kommen, für 1 €. Die Senioren treffen sich da regelmäßig zum Kaffee trinken, die veranstalten gemeinsame Wanderungen. Und das hat einfach eine ganz tolle Begegnungsstätte, wo sich alle treffen und zusammen Zeit verbringen. Und ich bin seit 3 Jahren sozusagen kleines Mitglied dieses tollen Projektes. Ich gebe da Tanzkurse in diesem Club. Und inzwischen ist es doch so, dass der Clubleiter wirklich jede Idee aufsaugt. Der ist offen für alle Ideen, die dort kommen. Und jetzt nach den Ferien wollen wir ein Repair-Café auf die Beine stellen. Da ist eben halt die Familien und auch die Senioren die Möglichkeit haben, die Geräte, die kaputt gegangen sind, kostenfrei reparieren zu lassen. Und dass man dieser geplanten Obsoleszenz auch einfach mal entgegenwirkt, dass die Geräte, die nach 2 Jahren plötzlich kaputt gegangen sind, einfach wieder repariert werden und nicht neue gekauft werden. Wir haben auch bei uns in der Straße einen Jugendclub, der hat einen Umsonstladen eingerichtet. Da bringen Leute Sachen hin, die sie nicht mehr brauchen können. Geräte, Klamotten und andere Leute, die brauchen, können sich das dort holen. Mehrere Clubs bei uns im Bezirk haben sich zusammengeschlossen und haben einen Kooperationsvertrag mit unserem Flüchtlingsheim. Die Inwohner dieses Flüchtlingsheims haben dadurch die Möglichkeit, kostenlos, weil sie haben ja kein Geld, das ist ja ein Missstand, dass die Leute kein Geld haben, dass die dort kostenlos alle Angebote nutzen können. Also die dürfen auch Feste feiern. Also was ich eigentlich sagen will ist, wenn ihr darüber nachdenkt, was ihr tun könnt, nutzt einfach schon bestehende Projekte, bestehende Institutionen und bestehende Strukturen und bringt euch dort ein. Ihr könnt mir glauben, dass dort wirklich die Clubleiter und die Organisatoren, ihr rennt dort offene Türen ein. Die sind dankbar für jede Idee, die ihr dort einbringt. Und ihr könnt dort wirklich eure Ideen und euer Können einbringen. Zum Beispiel auch in Seniorenheim. Ich denke mal, dass es doch ganz wichtig ist, dass wir unsere älteren Menschen dort mitnehmen, dass ihr euch auch mit den Senioren unterhaltet, mit denen zusammen was macht, dass die Menschen wieder mehr zusammenrücken. Es gibt ja viele Senioren, die haben keine Familie mehr. Und da ist es doch wichtig, dass wir uns um die kümmern. Wir können die doch nicht da so alleine lassen. Also es gibt ja auch Leute, die können nicht so gut mit Menschen, aber dafür gibt es ja auch Tierheime. Also gründet Patenschaften mit Tieren, wenn ihr die zu Hause nicht aufnehmen könnt. Kümmert euch um die Katzen, geht mit den Hunden Gassi. Die Leute in den Tierheimen sind euch dafür sehr, sehr dankbar. Und eure vierbeinigen Gefährten, glaube ich, auch. Weil ich sagen will, nicht jeder ist in der Lage und fühlt sich einflussreich genug, um global tätig zu werden. Aber wenn jeder von uns in seiner Umgebung, in seinem Bezirk, in seinem Dorf und seiner Stadt die Welt so ein bisschen besser macht,
jeder von uns, der hier so steht, dann ist das wie so ein Puzzlespiel, wo sich einige kleine Puzzleteile zusammensetzen und dann wird das was ganz Großes, dann wird es ja global. Und ich glaube, das beste Beispiel war doch der Samstag, unsere bundesweite Mahnwache. Jede Stadt war da. Wir waren riesig, über 7000 oder so. Und ich muss euch sagen, ihr werdet dadurch nicht nur bessere, sondern auch viel, viel glücklichere Menschen. Also das ist so, wenn ich die Kinder, die, mit denen ich den Tanzunterricht mache, wenn ich die auf der Bühne sehe, das gibt für mich kaum ein Bewegenderes, als zu sehen, wie die dort erblühen und sich daran erfreuen, dass sie ihr Können vorführen können. Und sie kommen zu mir, lernen das freiwillig. Und ich sehe, wie so eine Leidenschaft in ihnen geweckt wird, wie die Augen funkeln. Und ich gebe sozusagen meine Leidenschaft zum Tanz an die Menschen weiter und lege einen Samen in die Köpfe und die Herzen dieser Menschen. Und den könnt ihr auch alle. Also durch unser Engagement und durch unsere Taten können wir sozusagen einen Samen in die Köpfe legen, dass jeder sein Potenzial ausschöpfen kann, dass jeder irgendwie für sich seine Leidenschaft entdeckt. Auch wenn wir die Erfolge dann meistens nicht unmittelbar sehen können, der Samen, der wird aufgehen, er schlummert und wenn die Zeit und die Umstände da sind, wird er aufgehen. So wie hier auf den Montagsmahnwachen der Samen des Friedens, die Idee einer gerechteren Welt und der Freiheit in die Köpfe gepflanzt wird. Wir sind hier bestimmt noch nicht so viele auf der Straße. Aber ich weiß aus Gesprächen, Diskussionen, dass auf jeden von uns mindestens 10 Leute kommen, die genauso denken und fühlen wie wir. Und da können wir uns sicher sein, dass in jedem von einem eine Leidenschaft schlummert und die Liebe zu den Menschen, den Tieren und unserer Welt erwachen wird. Vielen Dank.